Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect. So, dann wollen wir mal. Wir haben neun Planeten, Erkundung, Tour und Co. Mal kurz auf der Karte so ein bisschen gucken. Lebensfähigkeit natürlich erst bei 2%. Na, da müssen wir erstmal ran. Hier vorne ist auch gleich noch eine neue Quest. Wir haben schon Questen ohne Ende. Dann legen wir doch mal gleich los hier. Hübscher Duft, Vetra. Was ist das? Dahl brauchte Lötzinn und hat dafür diese selbstgemachte Lotion eingetauscht. Ich fühle mich jetzt weicher, als es sich für eine Turianerin gehört. Okay. Gut, dann gucken wir uns jetzt hier erstmal um. Hier soll eine Quest für mich sein. Ah, hier. Genießen Sie die Aussicht? Sie ist wirklich spektakulär. Diese Schwefelgruben sind Abladeplätze für Leichen. Die Leute verstecken hier draußen alle möglichen Beweise. Kedera wird einfach immer schlimmer. Mein Name ist Cenaris. Eines Tages wird es eine Abrechnung für all diese Morde geben. Ich versuche, Beweise zu sammeln und die Opfer zu ermitteln. Das ist doch nur verdammter Kreuzrittermist. Ich würde lieber sammeln, was die Leichen bei sich haben und etwas Geld verdienen. Das ist Drexel, ein Blutsauger. Ich würde ihn am liebsten erschießen, aber das würde komplett gegen die Ethik meiner Arbeit verstoßen. Diese Gruben gibt es überall. Falls Sie irgendwelche Leichen finden, sagen Sie mir Bescheid. Die zukünftige Gerechtigkeit wird es Ihnen danken. Oder sagen Sie mir Bescheid, dann danke ich Ihnen sofort. Okay. 5 Leichen scannen. Stärke sämtliche Schilde. Wegen dem Kleinen da. Der arme Kleine. So, und hier ist jetzt reine Säure, oder was? Will da jetzt nicht unbedingt reinpatschen. Bitte patsche, Händchen. Können wir mal kurz gucken. 5 Leichenscan. Ah, okay. Nee, nimmt noch ein bisschen ab. Nimmt auf jeden Fall schon mal zu. Okay. Diese Leiche wurde hier entsorgt, wie Cenaris gesagt hat. Ich habe Position und relevante DNA-Informationen für künftige Untersuchungen gespeichert. Ah, das wird ja hier richtig schön zum Rumspringen angesetzt. Na, gucken wir mal. Ich denke mal, meine Schilde halten das nicht so lange aus. So, hier haben wir nochmal einen Behälter. Den nehmen wir mal Gaudi mit. Noch ein Mordopfer. Ich habe die relevanten Informationen erfasst. Okay. Ne, jetzt wird es aber auch für mich ein bisschen schwierig, darüber zu kommen, oder? Ah, scheiße. Okay, es ist keine gute Idee, damit in Kontakt zu kommen. Nee, überhaupt nicht. Das hat mich ja gleich fast gegrillt. Plus die Schilde weg. Gut, komme ich von hier aus außen rum? Irgendwie? Ich hoffe einfach mal, dass ich mich hier einfach rübermogeln kann. Okay, das passt schon besser. Das heißt, das Wasser unter gar keinen Umständen berühren. Na gut, die Säure unter gar keinen Umständen berühren. Okay. Unsere Relikt-VI fängt schon an zu piepen. Habe ich doch richtig gesehen? Na komm.
Max sich beschießen lassen, wa? Na gut. Sind noch Überreste gedroppt? Nee, leider nicht. Gut, dann gucken wir hier mal. Ob wir hier noch irgendwo was finden. Schilde sind hochgefahren. Ich wehre ihren Beschuss ab. Welcher Beschuss? Hier ist doch gar keiner. Meinst du jetzt wohl nicht das kleine Ding hier? Geh mehr in die Richtung. Woran kann ich nochmal mitnehmen? Da drüben. Noch ein Mordopfer. Ich habe die relevanten Informationen erfasst. Okay, dann sollte ich jetzt erstmal gucken, wo sind die nächsten... Ach, da hinten. Ne? Ziemlich weit oben. Das heißt, ich würde erstmal gucken, dass ich wieder in den Nomad zurückkomme. Weil sonst müssen wir den ganzen Weg zu Fuß laufen und... Naja, ich bin noch fauler Läufer. Ob ich mein Relikt auch tragen kann? Okay, wieso habe ich jetzt einfach so EP gekriegt? Ich habe keine Ahnung, ich kriege ja einfach EP. Na gut, kann ich eh noch gebrauchen, also von daher, passt das. Aber jetzt muss ich erstmal bis zum Nomad wieder zurücklaufen. Hä? Ich hab doch in die Richtung geguckt, da war doch niemand. Alter, ich glaube, ich brauche hier mal ein bisschen mehr Wahrnehmung oder bessere Scanner oder sowas in der Richtung. Ich hab doch in die Richtung geguckt. Sehr mysteriös. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja, aber nur wenn ich welche finde. Wie zum Beispiel hier. Schön langsam fahren am besten. Müssen sowieso mal gucken, dass wir den Nomad mal demnächst wieder ein bisschen was Gutes tun. Wir dürften ja eigentlich wieder ein paar Ressourcen drin haben. Das ist jetzt gerade gar nicht so einfach, hier was anständig zu finden, deswegen nehme ich es hier. Das passt. Sie haben den Eindruck gemacht, als würden Sie sich auf Kedera zu Hause fühlen. Sehr zu Hause. Kein Wunder. Ich habe so ein Leben jahrelang gelebt. Sie scheinen damit nicht einverstanden zu sein. Damit schon. Aber nicht mit der Vorstellung, sie an jemanden wie Sloan oder Reyes zu verlieren. Zu viele gute Leute sind schon durchs Raster gefallen. Okay, ich soll hier wohl wahrscheinlich ein bisschen rauffahren. Ich frage mich, wie viele betrunkene Idioten da schon reingefallen sind. Bestimmt sehr viele. Ein Stück zurück. Die 60 Kupfer nehme ich mir auch mit. So, und dann fahren wir weiter, als wenn nie was gewesen wäre. Na, okay, reicht nicht ganz. Genau zwischen die Augen. Okay, gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? In ihrer Nähe ist ein Datenpad zu finden. Wir haben einen von ihren Verbannten ertappt, wie er in unsere Lager herumgeschnüffelt hat. Wollen Sie ihn zurück? Dann muss sich das für uns lohnen. Bringen Sie eine großzügige Spende zum angehängten NAV-Punkt. Dann klären wir die Sache. Und beeilen Sie sich. Wenn wir warten müssen, fängen unsere Finger am Abzug immer an zu zucken. Ihre Freunde vom Kollektiv. Sieht aus, als wollte das Kollektiv die Verbannten erpressen. Ich frage mich, ob es funktioniert hat.
Der beigefügte NAV-Punkt wurde entfernt, Pathfinder. Ich kann den Übergabeort nicht ermitteln. Ne, das ist nicht so gut. So, fahren wir dann jetzt hier eigentlich richtig? Ich hoffe mal. Auf der anderen Seite des Berges höchstens wäre noch was. Wir gucken erstmal weiter. Ganz gemütlich, ganz gechillt. Irgendwo werden wir ja schon landen. Hoffe ich mal. Wissen Sie, das Leben als Freischaffende hat durchaus seine Vorteile. Dann ist Kedera für Sie verlockend. Ich bin in dieses Leben geraten, weil ich musste. Ist das ein Windpark? Daher kriegt Kedera Port bestimmt seine Energie. Ach, da oben. Und wir hätten da oben auch nochmal eine Quest. Na denn? Gucken wir doch mal. Sagen wir mal Hallo. Och, diese Arschlöcher haben außer der Rotornarbe alles mitgenommen. Probleme mit Plünderern? Ständig. Wer sind Sie? Ein Pathfinder von der Initiative. Ein Pathfinder auf Kedera? Heilige Scheiße. Sie sagten, Sie hätten ein Problem mit Plünderern. Richtig, genau. Die Mistkerle kommen nachts, schrauben Teile aus den Turbinen raus. Das ist teuer und nervig. Sorgt Sloan nicht für ihre Sicherheit? Die ist zu beschäftigt mit dem Kollektiv. Ich will auch gar keine Wachen. Ich will nur unsere Teile zurückhaben. Irgendeine Idee, wo ich diese Plünderer finde? Ich habe die wertvolleren Teile mit Trackern bestückt. Gierantrieb, Generator. Sie wurden alle zum selben NAV-Punkt gebracht. Ich überprüfe das. Falls die Parasiten sich wehren, sollten sie kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sie erledigen. Ah ja, okay. Aber es sieht so aus, als wenn hier noch was ist. Schon wieder ein Angriff? Ganz im Ernst, wofür bezahlt ihr? Ich weiß nicht, wofür wer wen bezahlt hier. Kann ich nicht hier einfach rein? Schade. Weil ich sehe gerade den Eingang nicht. Ach, hier drüben ist die Tür. Hallöchen. Okay, das hätten wir. Ich sehe schon. Sie sind nicht wie die übrigen Anfänger hier. Wie kommen Sie darauf? Ihre Ausrüstung. Sie ist hochwertig. Wie alles an Ihnen. Wenn Sie was zu sagen haben, raus damit. In Ordnung. Als die Verbanden nach Kedera kamen, versteckten sie überall in den Badlands Lager mit Vorräten von der Nexus. Größtenteils Schrott, abgelaufene Proteinriegel und Rationen. Aber es waren auch ein paar erstklassige Waffen direkt aus der Waffenkammer dabei. Und woher wissen Sie das? Ich habe geholfen, sie zu stehlen. Das Problem ist, dass diese Waffen für den Abschaum hier unten viel zu gut sind. Und ich kann in Kedera Port keine Waffen verkaufen, ohne dass Sloan einen Teil davon abbekommt. Aber der NAV-Punkt des Lagers? Wären Sie daran interessiert? Für einen fairen Preis gehört er Ihnen. Wir sind im Geschäft. Wunderbar. Hier ist der NAV-Punkt. Bis dahin können Sie sich gerne schon mal mein aktuelles Angebot ansehen. Na, dann gucken wir doch mal. Verbesserte Schildregeneration. Erstmal Kleinvieh verkaufen. Was haben wir hier sonst? Schildzurücksetzungsbonus. Ich sehe rot. Initiative. Ah. Modell eines Catch-Shuttles. Aha. Sehr viel Materialien. Wovon ich bestimmt die Hälfte brauchen würde. Aber ich habe momentan wirklich nichts zu verkaufen. Fast kein Geld mehr. Machen wir erstmal Handel bestätigen. Weil... Ja komm, machen wir verbesserte Schildgeneration. Die kaufen wir noch. Nämlich aber der arme Pathfinder mit nur 232 Credits. Ja, bisschen. So, zum NAV-Punkt reisen. Mal gucken.
Ich würde erstmal sagen, dass wir jetzt den Ansatz nicht. Denk mal so von der Karte her, dürfte das erstmal als nächstes sein. Weil wir haben ja immer noch das mit den Leichen scannen. Und mal gucken. Verbesserte Schildregeneration. Hört sich doch schon mal ganz gut an. Verdammt. Dieser Himmel ist wirklich der Hammer. Okay. Dann sollten wir versuchen, das Ding hier lebensfähig zu kriegen, oder? Achtung. Diese Exilanten werden uns nicht freundlich gesinnt sein. Ich weiß, was sie gemeint haben, als sie sagten, es wäre für sie nicht abgeschlossen. Unser Vater, der von mir und Sid, hat uns verlassen, als sie noch ein Kleinkind war. Den Grund habe ich nie erfahren. Aber seine Gründe waren auch unwichtig. Nur Sid zählte. Sie hatte Glück, dass sie sie hatte. Es bringt nichts, sich zu fragen, warum man ein bestimmtes Blatt erhalten hat. Stattdessen sollte man besser die Runde damit spielen. Okay, einer ist da noch. Erwischt. Genau. Pathfinder, ich habe in der Gegend ein Datenpad geortet. Sie sollten Ihre Informationen besser verschlüsseln. Wir haben aus Ihren E-Mails äußerst interessante Informationen abgegriffen. Der Scharlatan wüsste sicher gerne, was Sie so treiben. Wir verlegen die Daten versehentlich, wenn Ihr Angebot stimmt. Was ist Ihnen unser Schweigen wert? Bringen Sie die Ware zum angehängten Nav-Punkt. Ihre neuen Freunde von den Verbannten. Haben wir nicht gerade in einem anderen Datenpad dieselbe Geschichte gelesen? Nur eben andersrum. Dieses Mal erpressen die Verbannten das Kollektiv. Der Nav-Punkt wurde auch aus diesem Datenpad entfernt. Was geht hier vor? Das frage ich mich auch. So, hier haben wir nochmal was zum Aufnehmen. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal weiter. Die werden uns sicherlich nichts mehr erzählen. Hier hätten wir eine kleine Reliktstätte. Na, wollen wir nochmal gucken hier. So. Helfen wir doch einfach mal. Tech-Kombo. Da kommen sie! Na? Gut. Hat sich, glaube ich, geklärt. Die Schilde wurden auch instant wieder aufgesetzt. Was haben wir denn hier oben? Behälter? Ah, ein bisschen Titan. Oh, Forschungspunkte. Endlich mal. Sonst haben wir hier keine weiteren Forschungspunkte, ne? Schade, dass ich die nicht mehrfach scannen kann, um die Forschungspunkte der Relikte besser hochzuziehen. Dass ich dafür immer diese komischen Dinger da brauche. Die Forschungspunkte beinhalten. Aber na gut. Hier ist jetzt so weiter nichts. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, Shuttle. Sonst ist hier nichts weiter. Na gut, dann gucken wir mal. Das Kistchen scheint aber direkt auf dem Berg zu sein. Na gut. Gucken wir mal, dass wir uns das mal holen. Dürften wir eigentlich hinkriegen. Irgendwo ein Schmuggler versteckt. Mal sehen, was wir hier so Schönes finden. Noch weiter oben. Ach, da oben. Wie haben Sie das alles eigentlich gelernt? Es macht nicht den Eindruck, als hätten Sie besonders viel Hilfe gehabt. Hatte ich auch nicht. Und die Antwort lautet, ich habe viele Fehler gemacht. Fehler gemacht, überlebt, wütend geworden, aufgestanden und gelernt, den Fehler nicht zu wiederholen. Dabei hätte mir auch niemand helfen können. Das musste ich alleine hinkriegen. Interessant. Die Sache ist nur, nicht alles funktioniert für jeden. Man muss seinen eigenen Weg finden.
und meinen kenne ich. Und ich bin da nicht raufgekommen. Das ist aber auch wirklich ein steiler Hang. Moment, können wir da nicht einfach hinlaufen? Mit ein, zwei gezielten Sprüngen und so? Oh Gott. So. Oh, N7 Crusader. Eine Schrotflinte. Ja, nehmen wir gerne alles mit. Schade, dass ich meine eigenen Verbündeten nicht mehr mit Waffen ausrüsten kann. Die wäre doch bestimmt schon ganz cool. So, und jetzt wieder rüber hier. Gut, dann gucken wir mal. Wir hätten jetzt hier vorne auf jeden Fall was. Mal gucken. Das war hier wieder rum und rüber. Werfen Sie mal einen Blick darauf nach Kedera Port. Die Exilanten halten sich anscheinend für den König des Berges. Sie meinen wohl eher Königin des Berges. Okay, ich glaube, ich habe jetzt gerade das Falsche ausgewählt. Ja, wir fahren ein klein wenig verkehrt. Egal. Dann markiere ich mir erstmal den da. Die Gesetzlosen haben irgendeine Tech gebaut. Sie wollen sie bestimmt verteidigen. Na gut, denn... Gucken wir doch mal. Na, leider nicht ganz getroffen. Mistvieh, du. Da kommt gleich noch so ein Mistvieh. Schöne Tech-Kombo. Achso, ja, war verkehrt da. Lass mich in Ruhe. So. Mit 1-2 noch. Mal auf meine Leute zu snipen. Bloß nicht berühren den Mist hier. So, jetzt komm mal raus da. Irgendwann ist ja auch mal genug hier. So, was haben wir hier jetzt noch? Erstmal nichts. Nichts von Interesse, so wie es aussieht. Okay, hier hinten kriege ich nochmal Munition. Hat er jetzt auf ein Datenpad oder sowas gehofft? Na, aber hier ist nichts. Na gut, Uran ist hier. Uran nehme ich auf jeden Fall mit. Hey, jetzt so eine kleine Schießerei hier. Nein, gleich mal weiterflitzen. In die Richtung müsste ich. Hey, Scudder. Kommen Sie nicht näher oder ich verpasse Ihnen eine Korrosionsbombe. Ich habe heute schon 2 Plünderer erledigt. Wollen Sie mich auf die Probe stellen? Wow, hey! Wir sind keine Gesetzlosen, wir sind Freunde. Dann kommen Sie her und beweisen es. Ganz langsam. Wohin? Bessere Zubereitung, na gut. Da wollte ich sowieso hin. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten.
Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Okay, die haben mich auch schon gesehen. Sie haben Gegner im Rücken. Ich sehe Gesetzlose. Ich komme mit dem Schock leider nicht so weit, wie ich gerne würde. Nicht schlecht. Ich würde hier so gerne in den Kopf schießen, aber... Erstmal zur Seite raus hier. Nachladen. Ah. Dann gibt's was im Rücken. Ah, ein Tierchen hilft mir auch noch. Sehr nett. Bis jetzt kriege ich nur verirrte Kugeln. Die stören aber nicht so. So. Jetzt bleib doch mal stehen, Kollege. Gut. Gucken wir mal, was wir da haben. Besser auf Nummer sicher gehen. Okay. Ins Vortex bringen, okay. Wahlhopfen. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja. Zum Glück kann ich über so kleine Pfützen einfach drüber fahren. Ohne dass es die Schilde beeinträchtigt. Ah, hier. Ein bisschen Titan kann man mitnehmen. Nicht verkehrt. So, jetzt können wir nochmal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas ist. Aber es sieht nicht danach aus. Ziemlich viele Energieschilder haben sie hier. So. Aber so. Sehen tue ich nichts. Sam sagt auch nichts dazu. Dementsprechend denke ich mal, hier ist nichts weiter. Gut. Denn Schnellreisebarke haben wir. Wir hätten jetzt hier oben Erinnerungsauslöser. Okay. Sogar ziemlich weit oben. Ich hoffe, ich komme da ran. Ich hoffe, es gibt einen Weg darunter. Ansonsten brauchen wir einen echt großen Bohrer. Okay, das hat geklappt. Aber ich glaube nicht von da, wo ich hin soll. Na, jetzt will ich hier nicht ganz so runterfallen. Komm, rum. Erstmal aussteigen. Egal, was er nur mitmacht. Ist aber wirklich schwer, ranzukommen hier. Noch ein Erinnerungsauslöser? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Na gut. Ja, hier haben wir auf der Ecke auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr zu tun. Wir haben auch noch mal einen Erinnerungsauslöser da. 5 Leichen. Der Transponder. Und hier hinten haben wir dann das Gewölbe, der erste Monolith. Na gut, da hinten wäre eigentlich der erste Monolith gewesen. In eine völlig andere Richtung. Aber gut, gucken wir uns mal an. Aber erst in der nächsten Folge. Das heißt, wir machen jetzt hier an dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.